jeden zweiten Tag kommt ein Müllauto und holt den Müll ab. Es fallen hier, auch in dieser Bucht, die sehr abgelegen scheint, Unmengen an Müll an, die hier fleißig abgeholt werden. Ich möchte euch gerne mitnehmen auf eine Tour, auf der ich ein Müllauto mal begleite, weil ich neugierig bin zu wissen, wo wird dieser Müll abgelagert. Sind es nachher die fleißigen Hände, die diesen Müll dann sortieren, oder wird dieser Müll einfach nur in die Landschaft gekippt? Ich bin gespannt und seid es mit mir auch. Wir verwenden für unsere Recherche ein Navigationssystem, das die Strecke aufzeichnen wird, die unser Müll jetzt von der Kriaritzi bis hin zur Deponie nehmen wird. Wir haben jetzt auf unserem GPS 8.39 Uhr, griechische Zeit wäre 9.39 Uhr. Das Müllfahrzeug setzt sich jetzt in Bewegung. Es handelt sich hierbei um einen relativ neuen Mercedes 18 Tonnen LKW aktuellen Typs. Und wir sind mal gespannt, wohin die Reise geht. Der Müll ist also aufgeladen. Wir haben hier ungefähr 8 bis 12 Großcontainer. Und los geht's. Naturgemäß ist dieses Gebiet sehr abgelegen. Es handelt sich bei der Kriaritzi um eine Sandbucht, die von Google Maps sehr gut zu sehen ist, auf einen der Chalkidiki-Halbinseln. Und um in diese Bucht zu gelangen, muss man also schon einige Kilometer von der Landstraße bis an den Strand fahren. Hauptsächlich ist dieses Gebiet geprägt durch Viehzucht. Wir haben hier gleich hinter dem Strand einen Schäfer, das sieht man da drüben ganz gut, der Schafe und Ziegen wirtschaftet. Und jetzt schlängelt sich also langsam das Müllfahrzeug durch die Infrastruktur raus auf die Hauptstraße. Wir sind mittlerweile auf 244 Meter angekommen und das Fahrzeug ist abgebogen auf einer wenig befahrenen Schotterstraße. An diesem Eingang ist ein unscheinbares Hinweisschild auf Griechisch. Mehr kann man hier nicht erkennen. Das sieht hier stark nach Ausgleichsflächen aus. Frisch gepflanzte Bäume. Der Kenner weiß, was damit gemeint ist. Mitten auf diesem Bergrücken verläuft jetzt hier also eine breite, frisch geschobene Straße. Wir werden also jetzt auf 250 Meter über normal Null nach fast 14 Kilometern beobachten, wie unser Müllfahrzeug den Müll abkippt. Die Container sind oben mit einer Folie oder einem Netz versehen, die das Auswehen des Frachtgutes verhindern.
Und wir werden jetzt mal schauen, wohin die Reise geht. Wir sind jetzt bei Kilometer 14. Vorbei an vielen Touristen, die offensichtlich in guter Partylaune sind. Möchte ich, dass aus dem Plastik wunderbare Fließpullis gemacht werden? Möchte ich, dass aus dem Altmetall neue Autos gebaut werden? Möchte ich, dass aus dem Glas, aus den Glasflaschen neue Bierflaschen gepresst werden? Was ist meine Erwartungshaltung? Oder sind wir hier einer Vertuschung auf der Spur, dass der Müll irgendwo verschwindet, wo er eigentlich gar nicht hingehört? Für mich beruhigend zu wissen, dass der Müll erstmal nicht in die Landschaft gekippt wurde, sondern er wurde nur umgeschlagen. Kilometer 57 auf unserer Reise. Es geht wirklich an landschaftlich reizvollen Ecken vorbei. So, das Fahrzeug biegt ab. Wahrscheinlich in ein Deponiegebiet. Ein anderes Müllfahrzeug. Kommt uns dabei entgegen. So, dieser Container wird jetzt abgekippt. Und wir sind jetzt hier an einem weiteren Umschlagplatz. Circa 65 Kilometer sind wir jetzt gefahren. Wir sind bei Kilometer 85. Seit dem Aufzeichnen der Müllcontainer. So, bei Nea Mudania ist unser Müllwagen abgebogen. Wir sind jetzt bei Kilometer 110 und ja, wir sind 3,5 Stunden unterwegs und es ist warm, gefühlt 34 Grad im Schatten. Und wir schauen mal. Vorbei an malerischen Olivenhainen geht unser Müll seiner Bestimmung entgegen, welche immer das auch sein wird. Jeder, der sich einmal in einer fremden Stadt einem Hop-on, Hop-off-Bus anvertraut hat, weiß, dass das eine sehr angenehme Sache ist, die Gegend kennenzulernen. Die Art und Weise, wie wir jetzt hier unser Müllauto hinterherfahren, ist etwas ähnlich. Wir wissen nicht, wo er hinfährt. Wir wissen nur, dass wir auf diese Art und Weise etwas von der Gegend sehen, die wir sonst nicht sehen würden, wenn wir nur den Fernstraßen folgen. Inmitten unzähliger Olivenbäume sehen wir unterschiedliche Fabriken. Die einen sind Zementfabriken, die anderen sind Ölmühlen. Und ich bin mal gespannt, wohin der Müll gebracht wird. Wir sind auf jeden Fall von der Hauptroute nach Thessaloniki abgebogen und folgen jetzt kleinen Straßen. Der Himmel hat sich etwas zugezogen und wir folgen immer noch
vorbei an Lavendelfeldern wird die Straße immer schlechter. Die Beschädigungen der Straße zeigen eindeutig, dass sie diesem Schwerlastverkehr überhaupt nicht gewachsen ist. Wir fahren hier laut GPS kreuz und quer durch die Landschaft. Ja, und soweit wir das jetzt hier verfolgen, wird der Müll offensichtlich auf eine Deponie gefahren. Nach 140 Kilometern ist unser Müll offensichtlich am Ziel eingetroffen. So, das war's. Das Märchen von den fleißigen Händen, die unseren Müll sortieren, um ihn dann als wertvollen Rohstoff dem Kreislauf wieder zuzuführen, scheint wohl sich hier nicht zu bewahrheiten. Das heißt ja auch ein Märchen. Bis dann. Ich bin kein Verschwörungstheoretiker, aber ich habe heute einfach mal den Selbstversuch gestartet und bin meinem eigenen Müll hinterhergefahren. Vielleicht sollte das jeder von euch mal tun.